Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Satisfactory. Ja, jetzt sind wir wieder. So, Leute, ich habe schon mal wieder ein bisschen weitergebaut. Ich konnte es einfach nicht lassen. Ja, es ist eh nur schnöde, langweilig gewesen hier. Ich habe jetzt komplett überall Foundations hingebaut, wo es jetzt hier ging. Für die zweite Etage, die ist jetzt eigentlich fertig. Und jetzt habe ich hier mal noch so ein bisschen Wand gedacht hier. Ich habe mir das so erst gedacht, dass ich die Tür hierhin gemacht hätte, aber das Problem, da geht es schon so weit hoch. Man kann zwar durch die Tür durchlaufen wie hier, aber es ist trotzdem ein bisschen nicht so toll. So, warte mal. Also, nur der Vollständigkeit halber gehört hier einfach noch eine Wand hin. So, man sieht die zwar gar nicht mehr, die ist jetzt im Berg drin. So, und dann machen wir hier noch fertig einmal hier, dass das schon mal ein bisschen einigermaßen fertig aussieht. Das hätte ich auch gemacht, ja, hier mal hier oben eine Tür und dann hätten wir hier noch eine, ja. Und hier hätten wir tatsächlich auch hergehen können und die Treppe eventuell außen machen können. Da so ein bisschen das nach außen gezogen und dann den Ärger so ein bisschen. Ich habe mir jetzt gedacht, wir machen hier mal wieder ein Tor rein zum Beispiel, dass wir hier dann zum Bleistift auch mit einem Fahrzeug hineinfahren könnten. Ja, aber hier könnten wir die Fabrik tatsächlich auch noch weiterbauen. In die Richtung. Man könnte sich das später überlegen, dass man da noch so einen Anbau macht, dass man vielleicht dann hierher geht und einfach mal eine Zwischenwand zieht oder so, ne? Das wäre ja auch möglich. So. Ansonsten mache ich jetzt mal hier nochmal ein bisschen runter. So. Das ist wieder die falsche Wand. Ach, also nicht die falsche Wand, sondern die ist verkehrt rum. So, ist richtig. So. Sicher, man könnte alles noch lackieren, ne? Habe ich ja mal gesagt, aber mir fällt gerade nicht so richtig ein, in welcher Farbe das komplett lackieren sollte. Und ja, habe ich das schon probiert, das zu lackieren? Ich glaube ja, wir haben da vorne mal was lackiert. Und das wird ja überwiegend dann grün zum Beispiel. Ne? Müssen wir mal gucken, wie sich das dann im Farbverlauf. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, in welcher Farbe man das machen könnte hier. Na, ich laufe jetzt nicht davor. Ich mache jetzt den Treppenabgang, den Aufgang mal fertig. So, das bedeutet, wir brauchen wieder Treppe. Gate. Ja. Ich habe gerade gelesen, weil wie groß die Gate ist hier. 8x4. Okay, Treppe. Treppe ist da Logistik oder was? Nee. Organisation. Das habe ich immer noch nicht verstanden. Was ist hier Organisation? Warum sind die Gehwege hier unter Organisation? Und die Treppen, die sind unter Fundamente. So, was für eine Treppe will ich denn haben? Das ist jetzt, ja, eigentlich ist es wurscht. Du kannst meinetwegen wieder mal links rumgehen. Die müsste jetzt aber hier hin. Da war kurz eine. Es hat kurz eingerastet. Wenn die hier anfangen wird auf der einen Seite, dann müsste die aber rechts sein. Ja, da braucht man eine rechts gewendelte Treppe. Ja, bloß akzeptiert jetzt gerade nicht ganz genau, wo hier das Fundament beginnt. Das blickt jetzt nicht die Treppe. Ja, wir könnten aber auch hergehen, in der oberen Etage anfangen, sozusagen dann nach unten bauen. Aber hier, da rafft das jetzt gerade auch schon wieder nicht mehr. Ne, da rafft es jetzt gerade überhaupt nicht. Jetzt hat er es aber. Ja, die Treppe ist jetzt, die müsste hier beginnen. Jetzt gucke ich mal kurz. Ja, gut, wie gesagt, da ist halt die Erde ein bisschen. Das müsste eigentlich verschwinden dann. Das wäre auch nice. Dann schließen wir das direkt hier wieder an. Ah, er dreht es tatsächlich schon so, wie ich es brauche. Hat er schon immer gemacht oder habe ich das gemacht? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. So.
komme ich hier raus, jawohl. Wenn ich jetzt weiter wollte, ja, wir könnten tatsächlich, wahrscheinlich wird es kein Problem geben, wenn wir das Treppenhaus weiterführen. Was jetzt halt noch so ein bisschen fehlen würde, zum Beispiel hier wieder Geländer. Das könnten wir wahrscheinlich wieder machen, naja, mit dem Walk-Dingsbums da. Dass man da so ein bisschen Geländer hätte. Das Treppending selber, das könnte hier auch ein leichtes Geländer haben. Das wäre sehr nice. Aber das gibt's nicht. Lass mich mal was probieren. Wo waren das jetzt hier? Das war in der Organisation, also wie gesagt. Da haben wir den nicht. Wir brauchen. Ja, es müsste praktisch das Gehwe gerade geben. Mit einer Seite Geländer. Das wäre natürlich dufte. So, und hier. Ja, es müsste theoretisch hier schon abgeschlossen werden. Ah, ne, wobei das. Na, da war es doch gerade. Das war doch gerade richtig. Ungültig. Ich gebe dir gleich ungültig. Da will ich Set haben, weil da kommt die Treppe. Das muss da noch eins rüber. Ja. Hier. Hier eins. Und naja, gut, da geht ja dann die Treppe weiter. Da wird dann der Ausstieg. Da geht er noch ein Stück hin, oder? Ja, so. Genau, dann habe ich nämlich hier den Ausstieg. Passt. So hätte ich das gerne. So, hier. Da kann ich es wahrscheinlich schlecht machen, oder? Wenn ich das hier drauf bekomme. Das ist jetzt ja auch da so eine Geschichte, ob ich das hier drauf bekomme. Ah ja. Perfekt. Und das hätte ich gern hier angeschlossen. Hallo? Ah ja. Ah, da war es doch ganz kurz. Ja, da muss man ganz vorsichtig assistieren. Also das ist eng ja, aber. Ernsthaft? Okay, schade. Da ist es doch ein bisschen knapp hier. Schade, schade, schade. Das wäre halt nett, dass man da noch einzeln Geländer hätte, ne? Ja, das müssen wir leider wieder entfernen. Nicht das Fundament. Die Kreuzung. Ja, aber das eine können wir Gott sei Dank lassen, aber ja, wir sind hier. Es ist wirklich sehr eng. Es geht sehr grenzwertig hierzu. So. Kriege ich jetzt hier noch eins hin? Ja, das. Also man muss hier sehr. Es ist sehr vorsichtig vorgehen. Dass das dann richtig platziert wird. Ja, da will ich es noch nicht. Ich will es weiter drüben haben. Komm, jetzt mach das doch bitte. Ich weiß, dass du es kannst. Oder muss ich das ein bisschen hier. Den hier hinsetzen und danach wieder wegmachen. Vielleicht hilft es ja, dass ich da anschließen kann. Ja. Das, ja, doch, ist richtig. So, und jetzt muss ich den einen hier hinten wieder entfernen, nicht Fundament. Sonst wäre hier nämlich gesperrt. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier durchlaufen kann. Ja, da geht's. Hier hätte ich halt auch noch gern ein Geländer gehabt, aber es geht leider nicht. Von der Richtung geht's. Wir wollen das wieder lackiert haben. Na. So. Und das hier auch noch. Also ich bin ja richtig kreativ, das muss ich schon sagen, ja. Das gefällt mir tatsächlich, ja. Schön.
So, aber das ist eigentlich nicht Sinn der Sache, hier 10 Minuten zu gestaltungstechnisch. Ich lasse mich so kleinen Dingen jetzt gerade hier nieder. Ich weiß nicht, was ist mit mir los? Das gibt's doch gar nicht. Tja. So, jetzt ist bei Factorio nicht gegeben hier. Naja, wobei da kann man schon ordentlich bauen. Da habe ich auch ordentlich gebaut, aber hier kann man sich jetzt hier in dem Spiel mehr ins Detail verlieben, wie man einem lieb ist. So, wir haben jetzt die Rotoren und die Statoren. Genau, die werden hier geliefert. Naja, 150 sind da schon mal drin. Ich habe auch noch ein paar in Tasche. Auftasche, in der Tasche. Hier geht's ja nicht mehr weiter. Hier hätte ich vielleicht eine Idee, dass man da mit so einer Wandtüre arbeiten, so eine Wand hinstellen. Ansonsten hätte ich halt hier auch wieder Geländer hingebaut. Wir müssen hier von dem Container jetzt hochkommen. Hier ungefähr her und dann können wir hier die Fabrik bauen, die uns dann Motoren bastelt. Das hätte aber auch einen Vorteil, wenn ich hier mit so einer Wand arbeite. Dann wäre hier mal zu und es wäre ein Fenster. Also das könnte auch schön aussehen. Wände. Also ich mache jetzt mal vorsorglich so ein Dreierwand-Ding. Wir können natürlich hier innen auch mit solchen hier arbeiten, aber wir haben jetzt tatsächlich mit den orangenen Wänden hier gearbeitet. Das sehe dann schmucker aus und ich halte mir das mal die Option offen. Ich mache hier eine Dreierwand. Die ist sogar richtig. Ich mache jetzt hier so eine Dreierwand, dass man hier zur Not, ich kann hier gar nicht durch, dass wir zur Not praktisch auch drei Bänder anschließen könnten, ne? Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier schon mal so einen Bandaufleger mache, eine Wand mit so einem Bandaufleger, oder ob ich denn einfach hier das Band einfach hier so hoch segeln lasse. Meins wird hier wahrscheinlich irgendwann Clearance-Probleme wieder mit dem Lift geben. Darauf müssen wir rechnen. Oder damit müssen wir rechnen. So, jetzt will ich mal gucken. Okay, ich habe keinen Schaden genommen. Jetzt nehme ich jetzt wieder halt noch das Band weg. Jetzt ist, glaube ich, hier die Rotoren drin, ne? Nee. Hä? Was ist da drin? Ich glaube, andere Platten. Die. Ja, genau, die Platten. Und die machen ja Rahmen aus den Platten. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir da noch mehr Platten kriegen, weil das ist armselig. Da kommt immer mal hier alle, was weiß ich, 5 Sekunden kommt hier mal wieder eins vorbeigefahren. Das ist nicht so gut. Warte mal, das ist der zweite Container, der hier. Ah, wieder ein Fallschirm gezupft. Wie viel habe ich eigentlich noch? 17. Naja, okay. Da haben wir die Rotoren drin. So, dann müsste ich die Rotoren hier und... Oh, das wird viel zu weit sein. Ich kann ja mal ganz kurz... Förderband. Das wird viel zu weit sein. Okay, bis hierher geht's. Wenn das noch ein Stückle weitergehen würde, wäre ich zufriedener. Weil dann könnte ich, weil so habe ich jetzt das Problem tatsächlich, dass ich hier durch, dass das Band hier wieder durch den Boden geht, weil ich würde jetzt hier so einen Ansetzer machen, so einen Wandansetzer. Oder warte mal, ich könnte das theoretisch schon machen. Oder geht es vielleicht auch? Nee, macht er nicht.
Das müssten wir jetzt rumdrehen, dass es von der Decke runterhängt, ne? Das wäre auch interessant. Wenn ich jetzt hierher gehe. Es ist jetzt das Optimalste natürlich. Wenn ich hier so einen Wandhalter hinhänge, hier so abhänge. Da müsste unten drunter. Na, das macht er jetzt aber nicht. Das macht er mir jetzt nicht. Ah. Gut, da müssen wir improvisieren. Moment, da müssen wir erstmal Wände hinbauen. Die reißen wir aber nachher erst wieder ab. Ich bin mir halt noch nicht ganz sicher. Vielleicht machen wir ja auch zu, aber. Erstmal so. Und dann jetzt hier so ein Förderbandhalter dran. Ah, verkehrt rum. Da habe ich jetzt nicht schnell genug reagiert, da war schon gestanden. So, der weg und der weg. Ja, sieht jetzt ein bisschen eigenartig aus, ich weiß, aber das... Da muss ich jetzt hier mit solchen Ständern arbeiten, solchen Stelzen. So, das fährt jetzt natürlich hier zwischendurch. Aber es sind ja Platten, die Platten sind ja flach. In dem Fall funktioniert es eigentlich. Also sonst würde ich sagen, das sieht dann ja wieder. So, lass mich das jetzt mal angucken. Ja, okay, das backt jetzt eigentlich ineinander rein, klippt ineinander rein. Okay. Ich meine, das könnten wir vermeiden, wenn wir jetzt hergehen würden. Ha, lass mich mal hier auf den Pole. Na, oder auch nicht. Warte mal, kann ich ja, ich kann doch hier auf die Maschine steigen, oder? Ja. Fast jede Maschine hat leider. Ich könnte das jetzt vermeiden, wenn ich hergehen würde und für die Stelze ein bisschen tiefer machen. Das muss ich erst mal gucken, wie habe ich das dann damals gemacht hier. Wollen wir es ändern? Ich glaube, ja, komm. Ich mache jetzt hier mal den Fördermast 1 tiefer. Den mache ich weg. So. Jetzt habe ich den Strommast gewählt. Da. Da. Und den hier weg. Ja, es ist halt hier tatsächlich nicht einfacher. Bei Factorio ist es einfacher, hier sozusagen die Bänder zu verlegen, weil man hier hat man tatsächlich halt noch die dritte Ebene hier. Die Höhe. Die dritte Dimension. Naja, okay. Es ist besser. Aber noch nicht optimal. Warte mal. Können wir vielleicht hergehen und den auf die Höhe machen. Mehr geht dann nicht mehr. Dann ist Schluss an Optimierung. So, das glaube ich mir jetzt mal mit samtem Band. Ja, da, jetzt haben wir es. Also, wenn man es in der Wirklichkeit, wenn es im Spiel sowas wäre, wenn sich die Bänder behindern würden, würden wir es natürlich so machen müssen. Jetzt haben wir es aber tatsächlich so gemacht, dass es geht. Ich liebe es eigentlich, dass man da tatsächlich so ein bisschen realistischer bauen kann. So. Das wird jetzt nicht reichen, oder? Ja. Das Förderband ist zu lang. Aber ich glaube, wir können hier nochmal eine Aufhängung machen. Beziehungsweise, wir könnten tatsächlich auch eine Wand nach oben stellen. Oder wir hängen da tatsächlich nochmal eine Wand ab. Weil wie gesagt, ich möchte nicht alles zubauen zum Lift hin und die Wand hat ja kein Fenster oder so. Dann müssen wir jetzt ja wieder improvisieren.
War es mir jetzt gerade wurscht, wie rum die Bänder stehen. So, die Bänder, die Wände. Das kommt ja erstmal wieder weg. Bis auf weiteres, bis wir wissen, dass das irgendwie anders kommt. So. Jetzt machen wir hier eine Verbindung. Ja, so. Ich meine, man könnte theoretisch, ja, ich rede von Theoretik, hier noch ein Wandstück drunter setzen mit so einem Halter und dann könnte man nämlich hier noch das zweite zum Beispiel Fenster nutzen. Beim dritten Fenster wird es auch nicht gehen, aber ja, da müsste man sich dann tatsächlich überlegen, dass man hier dann, wenn man hier tatsächlich eine Wand hinbaut, dass man dann hier zum Beispiel ein Tor hinbaut oder einen Eingang oder sonst was, damit man hier sozusagen noch an den schönen Space Evaluator hinkommt, also an die Konsole, wo jetzt hier das so schön drauf steht hier. So. Ich muss wieder nach oben. Ich muss mich hier wieder zwischen den Maschinen durchzwängen, was aber kein Problem ist. Wir sind ja schmal und zierlich. Gott sei Dank gibt es hier keine Einquetschungsgefahr, dass einem die Maschine mal so einklemmt und dann, ja, dass man Schaden nimmt, ne? So, das ist doch schon mal toll und jetzt bauen wir hier unsere Motoren. So, was wird hier? Ach, da kommt die Encased Dinger, oh je. Ich sehe hier schon so einen Kreuzverkehr. ja. Dass dann hier die Encased rauskommen und irgendwas hier drüben wieder machen und da die Motoren und oh je, das wird lustig. Rein von der Sache her, wie mache ich das jetzt? Wir brauchen wieder so einen Assembler. Also ein Schweißding hier. Nee, das heißt nicht Assembler, das heißt anders. Irgendwas mit Öhr. Oder Tor. Oder ja. Egal. Wenn wir das so machen, dass wir das in die Richtung laufen lassen. Machen hier Band so und das Band hier so. Oder aber wir lassen es in die Richtung laufen. Nee, da haben wir keinen Platz. Da wollen wir eventuell noch von denen drei Maschinen hinstellen. Ja. Also werde ich das in die Richtung laufen lassen. Die Motoren dann wieder in einen Speicher. Vom Speicher könnten wir da wieder Band legen. Zum Beispiel, falls wir es brauchen. Dass wir die Motoren nach unten fördern. Dann könnte man nämlich die an den Lift direkt liefern. Könnten. Das wäre so mein Plan. So. Ab wo dürfen wir da denn? Okay, wir müssen ungefähr ein Foundation freilassen. Dann könnten wir hier in der Hälfte eigentlich hier schon anfangen, das Ding zu stellen. Produktion. Manufaktor war es. So. Ein Manufaktor. Der Faktor der Manufaktur. So, warte mal. Ja, das macht die aber dann so. So ein Loop sozusagen. Weil da war gerade die Linie. Da könnte ich das vermitteln. Ne, wir machen das. Wir machen es auf jeden Fall mittig von dem Foundation. Dann ist die Frage, ob man nämlich da noch was hinkriegen. Ich weiß nämlich gar nicht genau. Die Encased Dinger, ob die dann später so einen ganz großen Dinger brauchen. Ich schwätze hier nur noch von Dingern. Da macht es Sinn, wenn wir da tatsächlich noch ein, zwei darüber gehen würden. Und da drüben dann bloß noch, ja, vielleicht aber noch so einen zweiten hin. Das weiß ich nämlich noch nicht.
wie weit ich das skalieren werde hier mit der Produktion. Okay, jetzt habe ich es natürlich. Ja. Genau so wollte ich es eigentlich nicht. Das muss noch weiter weg. So, Manufaktor. Das muss noch ein Feld weiter weg hier. Na, nee, das ist ein halbes Feld. Ein halbes Feld. Ungefähr auf der Hälfte der Platte hier. So, schaut mir das aus. Das müsste eigentlich, ohne dass es einen Bogen gibt, verbindbar sein. Ja. Also jetzt setzt der praktisch schon einen Ausbeulungsbogen, habe ich jetzt gemeint. Ja, es hat einen leichten, aber das hier nicht ganz. Aber das ist, damit bin ich zufrieden. Das ist okay. So. Hier muss ich jetzt, was heißt müssen, tue ich es eigentlich nicht, aber rein von der Sache, damit es hier wieder geradlinig ist. Einigermaßen, das geht jetzt hier ein bisschen schräg, ich weiß. Ich glaube es mir nicht. Es geht, glaube ich, gerade. Ups, falsch. Ich will es nochmal austesten, ob ich das noch gerade hinbekomme. Ja, doch, natürlich kriege ich es gerade hin. Das war jetzt bloß wieder eine dumme Ausrede von mir. Warte mal. Ah, nee, nochmal. Ich muss das, wenn ich es hier hinstellen kann. Wieder im ersten Fuß demontieren. Ja, oder müsste genau da, wo er jetzt hinbauen kann. Ja. Das ist immer das, was mich so ein bisschen ärgert. Das ist genau auf so einem Spalt, wo das Band jetzt nicht platzieren kann. Dann müssen wir Plan B anwenden. Vielleicht. Das ist jetzt gerade. Und wenn ich jetzt von hier. Das ist um 1. Um 1. Ach, also komm, ich will es vernünftig haben. Also jetzt der Ständer muss. Ja, ich weiß, ich habe wieder Ständer gesagt. Ja, der muss jetzt mal hier hin. So. Jetzt müsste es eigentlich geradlinig sein. So wie ich es eigentlich liebe, die Kurve hier. Ja, wir auf dem Flughafen beim Paketband. Den Halter hier lasse ich jetzt einmal dran. Den lasse ich jetzt einfach mal stehen. Muss ja nicht immer weg hier, dass das hier alles fliegt. Muss die Putzfrau halt beim Reinigen um das Ding rum putzen. So. Schön. Dann definiere ich mal, was der Fakteur hier macht. Ja, und zwar, du machst mir bitte Motoren endlich. Ja, das habe ich schon eine Weile angekündigt, die Motoren, aber noch nicht produziert. 4 von 4, 3. Da drüben, der lasse ich mal offen. Ich stelle hier nur einen neuen Mast auf. Ja, hier oben kann ich halt nicht gut gucken, aber ich denke mal, das ist okay. Hat es denn lackiert? Ich sehe es nicht, es spiegelt. Ja. Apropos Lackierung, der muss auch noch grün. Ja, also wenn jetzt wieder jemand fragt, warum meine Gebäude grün-blau sind, das ist diese Farbpistole, die ich ja eigentlich ständig in der Hand halte, ja, wenn ich nichts gerade anders baue. Und die Farbe habe ich mir jetzt einfach mal eingesucht und es ging am Anfang überhaupt nicht zu färben. Da konnte man tatsächlich nur die vordefinierten Farben verwenden, die hier drin hatten. Aber mittlerweile ist es kein Thema mehr. So. Ich stelle mich immer so ein bisschen in die Maschine rein. Irgendwann packt die mich mal und dann schweißt die mich fest. Ja, das ist wie gesagt, es ist ein anderes Teil, was der hier baut. Wenn der jetzt hier tatsächlich den Motor zusammenschrauben würde, das wäre viel lustiger. So.
Was wäre denn da lustig? Naja, ihr wisst schon, wie ich es meine. So, Lagercontainer. Ich baue hinter alles immer einen Lagercontainer am liebsten. So, das ist die Frage. Ich glaube... So können wir es anbieten. Ich muss hier natürlich wieder einen Abstand halten, wenn ich vielleicht dann nochmal merge, dass ich da genug Platz habe vom Band her. Ich meine, es ist jetzt schon ziemlich weit rausgebaut hier. Aber wir haben ja auch eine Fläche. Also wir brauchen uns da gar nicht schämen, dass wir zu wenig Platz haben. Wir haben wirklich zu viel Platz. So, das ist auch gerade. Ja, da seht ihr jetzt die neuen Motoren. Die sehen blau aus, die sind aber nicht blau. Das ist jetzt bloß wieder im Untergang hier, wenn die Sonne untergeht. Sind nicht blau lackiert, oder? Die sind doch normal Eisenfarben. Ja. Egal. Hier sind sie so ausgegraut. Das sieht halt nicht so, das sieht man nicht so gut. So, hier sehen wir auf jeden Fall, dass die Statoren. Der braucht 10 Statoren pro Minute und braucht 10 Rotoren pro Minute. Das würde bedeuten, wir können hier locker flockig noch 2 von diesen Maschinen betreiben. Gut, wo wir jetzt zum nächsten Punkt kämen. Dann werde ich die Produktion, wo ich hier mit diesen Encased mache, dann in die Richtung weiterführen. Doch, dann machen wir hier nichts Band so. Ja, schauen wir mal. Man muss ja schon mal ein bisschen planen, ne? So, 12 Motoren haben wir schon. Schön. Das gefällt mir. So, ist das eigentlich schon voll? Nee. So, ich gebe dir mal die restlichen Sachen, wo ich habe. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Marge das hier abläuft. Der produziert 6 Statoren pro Minute. Das gibt ein Defizit, weil der braucht 10 Statoren pro Minute. Das bedeutet natürlich, wenn wir noch 2 hinbauen, wir bräuchten 30 Statoren pro Minute. Und der macht nur 6. Dann bräuchten wir von dem, es müssten 5 von den Fabriken dastehen. Was mich jetzt so wieder ein bisschen in die Bedulie bringt, weil ich hier nicht mehr so viel Platz habe. Ich kann hier vielleicht mit viel Glück noch eine zweite hinstellen. Und eventuell, wenn wir es einigermaßen planen können mit dem Zuführen der Materialien, können wir hier noch 2 hinstellen. Also das ist mit sehr vielen Fragezeichen behaftet. Sehr vielen Fragezeichen. Ja, gut. Und es sind schon wieder über 30 Minuten. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange aufnehmen. Ja, dann sage ich einfach mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich wieder beim nächsten Mal, wenn wir uns wieder sehen. Ja, dann bleibt mir treu und macht keinen Unsinn. Tschüss, sagt euer Legolas.